Mein Name ist Tobi Moll vom Team Aquantix und heute geht es mit leichtem Gerät vom Ufer auf Pollack. Auf geht's! So, jetzt sind wir hier am ersten Spot angekommen. Eine schöne Klippe, die ins Tiefwasser abfällt. Richtig geiler Pollack-Spot mit schönen Kelpbewachsen. Und ich bin zuversichtlich, dass es geht und wir schauen einfach mal. Fisch! Direkt hier vor der Kante gleich eingestiegen. Geil. Am leichten Gerät. 28 Gramm Kopf. Erster Wurf, erster Fisch. Gucken wir, ob das gleich Pollack-Zielfisch ist. Ist ein Pollack. Und voll inhaliert den Köder. Voll inhaliert. Muss ich da mal runterkrabbeln? Yes! Da haben wir den ersten. Haben wir den ersten schönen Pollack. Schön und klein. Auf den Easy Edget. Am leichten Gerät. Macht super Fun. Richtig geil. Guckt ihn euch an. Ich bin glücklich. Kommen noch bestimmt noch ein, zwei Stück. So, erster Fisch ging ja ratzfatz. Perfekte Zeit auch jetzt. Die Sonne geht gerade schön unter hinter dem Berg. Jetzt fangen wir erstmal noch einen Fisch und danach machen wir mal ein bisschen Tackle Talk. Jo. Oh. Gerade Fehlbiss gehabt, das passiert. Also Wahnsinn, was hier an Fischaktivität ist, ne? Ja, Fisch. Alter, das geht ja hier wahnsinnig ab. Der Spot ist der Hammer. Oh, der ist besser. Der ist besser. Der nimmt sogar Schnur. Jawohl, jawohl. Yes, 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 yes. Das ist ein besserer. Bei sowas die Rute immer schön hochnehmen. Ah, jetzt hat er sich schon unten festgesetzt. Ah, komm. Ah, wieder frei. Die Rute immer schön hochnehmen, damit die Schnur nicht über die Steine läuft. Guter Fisch. Oh ja, schöner Zielfisch Pollack. Ein guter 60er, 70er Pollack. Hier vom Land. Oh ja, oh ja, oh ja. Nicht ins Kelb. Oh, nein. Schwimm wieder raus. Yes. Yes.
Yes! Oh, der könnte sogar fast 80 haben. Yes! So, mega geil. Zweiter Fisch mit 3, 4 Würfen. Richtig guter schon. 70, 80 cm würde ich schätzen. Ich bin mega happy, dass das so geil hier schon funktioniert. Und es kommen bestimmt noch ein paar mehr. Aber ich bin jetzt schon mega, mega happy. Guckt ihn euch an. So, die Sonne ist gerade ein bisschen weggegangen und deswegen habe ich mal ein bisschen auf mehr ein kontrastreicheres Modell gewechselt, auf Schwarz-Neon. Und schauen wir gleich mal, dass wir hier jetzt noch einen damit abgreifen. Fisch. Jo, Fisch. Weg, oder? Nee, nee, dran. Aber was Kleineres. Aber gleich mit dem schwarzen, kontrastreicheren Köder. Beim ersten Wurf, beim Absinken, kurz geleiert, ist schon der erste. Yes! So, der nächste schöne Fisch. Ich habe mal den Köder gewechselt, um ein bisschen mehr Kontrast zu kriegen auf einem Schwarz-Neon-Longshad. Und jetzt machen wir mal ein bisschen Tackle Talk. Zu dem, was ich hier verwende zum Uferangeln auf Pollack in Norwegen. Eine Rute zwischen 2,50 Meter und 3 Meter. Schönes, straffes Gerät von Wurfgewicht 25 bis 90 Gramm würde ich empfehlen. Dazu eine 4000er Rolle, schöne, leichte Rolle. Bespult mit einer 12er bis 16er geflochtenen. Natürlich nicht zu vergessen, Fluorocarbon-Vorfach zwischen 30 und 60 würde ich euch empfehlen. Wenn der Untergrund wirklich schroffer sein sollte, nehmt lieber ein bisschen dickeres, mindestens 50, 60. Das stört den Fisch nicht und ihr seid auf der sicheren Seite, sollte der Fisch mal über einen Stein drüber gehen. Köder, die ich verwende, da zeige ich euch jetzt mal meine heilige Box. Was habe ich hier? Ein paar Blinker. Mal ein Wobbler für Spezialfälle und natürlich die Wrecker Shad in 8 cm. Schön und robust, Klassiker, funktioniert astrein. Die neuen Easy Edge Shad, auch non-toxic, super flexibel, super geil auf Pollack. Einer meiner neuen Lieblingsköder, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade in Schockfarben, in Pink, wie ihr vorhin gesehen habt. Und was habe ich noch dabei? Die Long Shad, auch richtig geil, funktioniert immer gut. Ja. Das war es mal zu meinem Gerät und jetzt machen wir einen Platzwechsel. Wir haben hier gut gefangen und schauen wir, ob wir am nächsten Platz noch weiter erfolgreich sind. So, wir haben jetzt hier nochmal einen Spot gewechselt, sind jetzt an die Kante zum offenen Meer gefahren und gucken jetzt hier nochmal, dass wir jetzt hier noch ein, zwei Abendfische kriegen. Wir werden jetzt hier uns von links nach rechts mit der Kante entlang entwegen. Hier fällt es vom Flachwasser ziemlich steil gleich ab. Richtiger Pollack-Spot auf 30 bis 40 Meter. Und schauen wir einfach mal, was hier so geht. Ich bin guter Dinge und gucken mal. Fisch. So, erster Fisch am neuen Spot. An der Steilkante beim Einkurbeln genommen. Oh, da springt der nächste Fisch auch. Ein Dorsch. Den kann ich wahrscheinlich so nehmen. Oh, ich hole keinen Kescher. Okay.
Schöner Dorsch auf dem Wreckerschat. So, der kleine Dorsch schön auf den Wrecker gebissen, auch ganz sauber gehakt vor dem Maulwinkel. Ganz einfach gelöst und der darf natürlich wieder schwimmen. Der kann noch mal 2 Jahre wachsen. Fangen wir an auf einen großen Gummifisch. So, jetzt nochmal zur Köderführung, die ich auf Pollack verwende. Ich werfe, lasse den Köder dann 10, 15 Meter absinken und hole den dann kontinuierlich ein. Vor der Steilkante, damit ich auch die Steilkante schön mitnehme, lasse ich den nochmal kurz absacken und hole ihn dann weiter kontinuierlich ein. Das ist so das Gängigste auf Pollack und jetzt holen wir uns noch einen schönen Abschlussfisch. Fisch. Fisch. Oh, da ist jetzt hier am Abend noch einer eingestiegen. Kein ganz großer, aber ein schöner. Beim Absacken an der Stellkante. Was ist jetzt? Kommt er mit? Oh, jetzt will er noch mal wissen. Da ist er. Auch den Edgehead komplett inhaliert. Wahnsinn. Der hat ihn weggenagelt. So. Noch ein richtig schöner kleiner Pollack zum Abschluss. Da ist er noch glücklich. Leicht kommen noch ein oder zwei. Aber es war ein geiler Angeltag. Und hat wirklich Spaß gemacht. Und der hat den Edgehead auch voll weggenagelt. So, jetzt haben wir noch einen richtig schönen Abschlussfisch gefangen. Wir fangen nicht, aber dran. Jetzt kommt er auf uns zu. Der hat richtig Kraft und Speed. Richtig schön beim Absinken schon genommen. Was für ein geiler Angeltag. Und da kommt noch mal ein richtig schöner Pollack zum Abschluss. So, da haben wir noch mal einen richtig schöneren Abschlussfisch gefangen. Na, komm, ich will dich jetzt nicht catchen, ich lass dich gleich wieder frei. Schöner 60er Pollack zum Abschluss. Der darf wieder schwimmen und damit verabschiede ich mich auch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich hoffe, ihr habt was gelernt und ich freue mich beim nächsten Mal. Tschüss und ciao, euer Robin Moik vom Team Aquantics.